Was up, Leute, hier ist wieder Drag Linus, der Frühstück Samus besiegt hat mit Let's Play Metroid Prime 2. Echoes. Wie gesagt, haben wir Metroid Prime, also Dark Samus, im letzten Part besiegt. Und heute wird wahrscheinlich, jetzt wird wahrscheinlich der letzte Part meiner 9 Stunden, schon fast 10 Stunden Aufnahmesession sein, die seit der zweiten Hälfte von Part 27 aktiv ist. Ich wollte nur gucken, ob hier irgendwo eine Missile Expansion oder sowas ist. Nun gut. Ihr seht unser Leben, wir sind nicht allzu gesund und wollen jetzt auch noch in den dunklen Äther. Aber das müssen wir wohl. Nun gut. Ich hoffe, da kommt nichts allzu Böses auf uns zu, wie zum Beispiel ein, luminosischer Technologienwächter. Oder so. Keine Ahnung. So. Ach ja, bin gerade irgendwie nicht unbedingt am Roleplayen. So. Da haben wir also jetzt einen Spider-Ball-Track, um da hochzukommen. Ich könnte es eigentlich für meinen Dark Beam auch gebrauchen. Für meinen Light Beam. War schon richtig. So. Hier in der Dark World ist das Teil noch aktiv. Aha. Verstehe. Hat Metroid Prime also nicht unbedingt in beiden Welten dafür gesorgt, dass wir weiterkommen. So, die Frage ist, falls ich runterfallen sollte, falls genau das hier passiert. Ich wollte schon fragen, warum ist dieser andere Track da? Tja, damit haben wir es herausgefunden. Genau deswegen. So. Und. So. Hä? Wohin? Nein, ehrlich, wohin will ich damit? Also ich will damit da hoch, ist klar, an das Portal, aber ich komme dort irgendwie nicht hoch, ist klar, an das Portal. Wenn ihr versteht. Also ich, muss ich früher mit dem... früher die Aufbaubombe einsetzen? Ich meine ja bloß... Das war's. Ah, Quatsch. But, okay. Well enough. So. Müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken. Wo kommen wir jetzt nach oben? Ich kann ja nichts dran boosten. Hä? Muss ich da irgendwas ausrichten? Wartet mal. Ja, also ich weiß wohl, wie man das betätigt. Ah ja, ich muss es tatsächlich ausrichten. Gut, damit haben wir es dann. So ausrichten, dass ich dann mit dem Ende des Ganzen da drauf boosten kann. Perfekt. So. Okay. Dann jetzt hier aufsteigen und dann haben wir den ganzen Mist auch schon fertig. So. Bumm. Und dann können wir gleich auch in die Lichtwelt und unsere Erweiterung, was auch immer, einsammeln. Hui. So. Dann auf mit dem Lightbeam in die Lichtwelt. Mit dem Darkbeam. Gib mir die Expansion gleich hier. Ich brauche auch einen aufgeladenen Schuss dafür. So, Hauptsache ich krieg die Munition jetzt. Huch. Na egal. Habe ich halt ein bisschen Darkbeam-Munition auch verschossen. Wir haben da noch eine Spy. Ach nee, das war ja die, mit der ich rüberkam. Dann ist okay. Dann haben wir hier kein Business mehr in der Dark World. Ich das genieße, Dark Samus. Ah! Dark Samus, also Metroid Prime, ist endlich tot. Es wird kein Spiel mehr hier nachgeben. Und wir haben den Echo-Visor. Also Echo-Visor. Ich nenne lieber Echo-Visor als den Echo-Visor. Echo klingt irgendwie unbedrohlich. Also viel weniger bedrohlich als Echo-Visor. Wir können ihn auch Echo-Visor nennen. Hauptsache nicht Echo. Damit haben wir zwei Visoren in kurzen Abständen bekommen. Den Echo-Visor erhalten. Wir können ihn benutzen wie jeden anderen Visor auch. So, und damit können wir jetzt wahrscheinlich auch die Schlüssel zum letzten Tempel suchen. So, da unten ist er. Ei, wie sieht das denn aus? Was zur Hölle? Das sind also die Signale, die man sehen muss. Und das ist was er verschießt. Und mit dem Echo-Visor bin ich dann in der Lage, Schallwellen zu schießen. Oh. Obwohl. Ich bin jetzt im Echo-Visor drin. Naja, ist immer noch derselbe Beam. Aber jeder Beam ist damit eine Schallwelle. Verstehe, so funktioniert das also. Es bleibt aber trotzdem noch immer, was für Erweiterungen haben wir denn noch? Den neuen Beam, den neuen Anzug und die, Dings. Screw Attack. Ich muss die also so aktivieren, damit die aufhören, die Signaturen zu übertragen. Sieht ja interessant genug aus. Das muss ich mehrmals machen.
Und dann was? Habe ich einen vergessen? Kann ja nur so sein. Ach nee, der Fahrstuhl ist wieder aktiv. Stimmt, dafür war das. Okay, ich kann dieses Bim 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 und so weiter nicht hören. Irgendwie glaube ich, mein Ton ist generell geradeaus. Naja, nicht geradeaus, sondern nur geradeaus. Also zur Zeit aus, nicht vorwärts. Ihr versteht schon. Nur ich, der Wortspiel-Komiker, kann das nicht verstehen. Also kann da ein Missverständnis ergründen. Ja, und Dark Samus, also Metroid Prime hat hier überall Fasern gelagert. Also hingelegt, das ist echt, wow, die ist so eine Sau. Sämtliche Türen sind... Was? Damit ich doch ja einsetzen muss, was? So, dort haben wir eine Drohne. Sämtliche Türen wurden entriegelt. Okay, wenigstens gibt es eine Meldung davon. Dann weiß ich ja, ab wann ich das einsetzen muss. Powerbomben. Gib mir Powerbomben her. Warte mal, brauche ich überhaupt welche? Hm, jo, eine. Dann nehme ich die. Danke. So. Die Frage ist, jetzt haben wir die Energiesignaturen. Jetzt steht uns hier eigentlich alles hier offen. Dann ist ja eigentlich nur die Frage, wo wir zuerst lang gehen. Ansonsten gibt es keine weitere Frage. Ich will auch abspeichern, ich will aber auch noch irgendwas in diesem Part machen. Und wie das der Zufall trifft, gibt es hier ganz unten zufällig etwas, wo man genau dieses neue Modul, was wir hier haben, brauchte. So. Ein Charge Shot? Nö. Es gibt drei Energiesachen. Hier ist einer der Schlüssel. Nein, der ist verschlüsselt. So, was machen wir denn damit? Dieses Echo-Tor verwendet ein akustisches Sicherheitssystem. Zur Interaktion mit diesem System ist ein akustisches Suchgerät erforderlich. Durch Beschuss des Echo-Tors mit Schallwellen lässt sich die Kombination der akustischen Sperren herausfinden. Ha? Die Sperren sind in dieser Sequenz zu lösen, um weiter vordringen zu können. Muss man dafür hören? Weil ich höre nichts mit meinem Aufnahmesetup. Eins. Zwei. Drei. Eins. Hat es irgendwas gegeben? Zwei. Drei. Oder so. Hm, wir haben oben noch eins. Kann das sein? Irgendwo oben? Weil es sind hier vier angezeigt. Und alle sind verschlossen. Hm. Gucken wir mal. Ich glaube, oben war noch eins. Hier haben wir nur drei. Hm. Irgendwo hier, ich kann die ja durchsehen. Das heißt, ich würde eins sehen, wenn hier noch eins ist. Tue ich aber nicht. Hm. Warum in einer bestimmten Reihenfolge? Und ich hoffe wirklich, dass man dafür nicht hören muss. Das wäre absoluter Bullshit. Da muss ich meinen Ton gerade anmachen. Hilft ja auch nichts. Auch wenn er dann kurz doppelt in der Aufnahme zu hören ist. Tut mir leid. Dann mache ich das gerade mal. Kleinen Moment, kleinen Moment. So. Weil, wenn der Ton nur ein bisschen lauter ist, sodass ich ihn hören kann, dann ist das in meiner Aufnahme doppelt zu vernehmen. Aber ich jetzt hier 30 Jahre rumprobiere und es am Ende doch daran liegt, dass man Ton haben muss. So. Gewähr mir etwas Ton. Das war wahrscheinlich schon zu laut. Ich mach's so laut, dass ich es hören kann. So. Entschuldigt, wenn es für euch jetzt doppelten Ton gibt. Ich kann dafür nichts, dann... wenn es wirklich so ist. Also gut. Aha. Nee, seht ihr das? Kann es sein, dass egal was ich mache, er ist immer... Ich höre so ein komisches Beep, 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 Beep. Ist es das? Wenn es wirklich das ist, wartet mal. Also
Also ich kann jetzt anhand des Tones nichts ausmachen. Das möchte ich nur mal so sagen. Ich habe keine Ahnung. Eins. Keine Ahnung, ob es irgendwas bewirkt hat. Zwei. Und drei. Mehr habe ich ja auch nicht. Das sind die Schlüssel für die Schlösser. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Hm. Ich schätze mal, dann drehe ich meinen Ton wieder runter und wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Augenblick. Draglinus macht mal kurz sich über was kundig, wie genau das funktioniert. So, ich bin zurück und ich habe nichts weiter herausgefunden. Ich nehme einfach mal an, dass man einen speziellen Beam damit braucht oder so. Ich habe nicht unbedingt die Ahnung davon. Na egal, dann lasse ich es sein. Und gucke mal, was wir hier sonst noch machen können. Gab es nicht hier irgendwo noch eine Tür, die ich einfach so... Nee, da konnte ich ja nicht hin. Da konnte ich nicht rüber. Aber hier, den zu meiner Linken, durch die Darkbeam-Tür, gab es einen Gang, wo die Powerbombe war. Aber da muss ich hier lang, wo ich durch die blaue Tür kam. Die ich dann jetzt, da muss ich jetzt nicht den Fahrstuhl nach oben kriegen. Also einmal hier hin, dann nach links und den Fahrstuhl nach oben. So, und dann hole ich mir zumindest das, was hinter dieser Powerbombentür liegt. Wenn wir auch sonst in diesem Part nichts schaffen. Ist egal. Na gut, wir haben den Visor gekriegt. Immerhin. Nachdem wir Dark Samus besiegt haben. Das Aftermath ist somit abgeschlossen. So, kann ich hier jetzt was machen? Hier gibt es bestimmt dann akustisch irgendwas. Ha? Ich will nur mal sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich an diese Missile-Expansion unten kommen soll. Probier's jetzt einfach mal mit einer Powerbombe. In der Hoffnung, dass ich absolut nichts damit machen kann. Wie soll man an diese Missile-Expansion kommen? Ich bin wirklich zu dem Zeitpunkt jetzt überfragt. Vielleicht habe ich auch einfach nicht, was man braucht, aber man kann ja nicht mal was scannen. Das ist ja das Nächste. Hui! So. Achso, ich drücke mich nur nach oben. Na gut. Dann würde ich mal sagen, nutzen wir das nicht. So, hier links muss ich durch. Da links muss ich durch und mich mit der kybernetischen Kanone weiterschießen lassen. Und dann haben wir es eigentlich soweit. Dann sind wir soweit, dass wir sagen können, hey, ich gucke jetzt hinter einer der letzten Powerbombentüren in diesem Sektor. In diesen gesamten heiligen Festungen hier. Die ziemlich unheilig sind, in meiner Meinung nach. Aber sagt es den Luminov nicht, sonst werden sie mich töten. Ne? Nur damit wir uns verstehen. Wie jemand schreibt in die Kommentare, Omos hat gesagt, dass die unheiligen, dass die Festungen ziemlich unheilig sehen, die aussehen, die heiligen Festungen. Mann, ich habe alles total versaut, weil ich mich niedermalig konzentrieren kann. Und wieder mal nur Scheiße laber und vor allem die Wörter falsch sage. Na, ist ja so eine dumme Angewohnheit von mir. Wieder durch den Spider-Wächter-Gang. Ich muss, glaube ich, ganz zum Ende, hä? Ach ja. Ich kann mit dem Boost nicht unbedingt springen. Das ist ja die nächste Sache. Tja, ich lasse mich fallen. Was soll's. Und dann hier wieder hoch. Ihr könnt mir nichts. Ihr Rollschaben. Kann ich euch jemals scannen? Wenn ja, dann muss ich das noch machen irgendwie. Weil dann sind die ja für die Datenbank wichtig und so weiter. Hm, was hat der Spider-Wächter eigentlich für eine Daseinsberechtigung? Fällt mir gerade so ein, wenn ich hier so lang fahre. Ich meine, klar, er hat die Spider-Bombe. Aber auch die Rollschaben. Was haben sie davon, hier rumzurollen? Warum machen sie das die ganze Zeit? Warum nicht mehr anhalten? Warum rollen sie hier? Naja, egal. Wir finden schon noch raus irgendwie. Oh, ein Portal in die dunkle Welt. Was will ich denn hier in der dunklen Welt? Ein Tempelschlüssel vielleicht? Man kann es nicht sagen, ne? Deswegen gucken wir doch einfach mal. Oder wenn es sonst nichts ist, irgendwie eine Art Wächter, Grapple-Wächter. Nein, Grapple habe ich ja schon. Screw-Attack-Wächter oder der Darksuit-Wächter. Hast du nicht gesehen? Wir waren hier nicht in der dunklen Welt. Es geht hier auch keinen weiteren Gang lang. Und hier in der Richtung kann ich auch nichts weiter scannen. Ich bin hier also bloß wirklich für einen einmaligen Nutzen? Ups. Ob jetzt kein abgeschlossen ist, handelt sich um eine luminotische Wachgondel. Wir haben das mal von außen gesehen. Antigravitationsantrieb im Einsatz, Abschirmung aktiv. Einheit überträgt keinerlei Sicherheitsdaten mehr. Ja. Oh. Wie tief kommt sie wohl? Hm.
die Frage. Ich kann ja nicht mal hochspringen. Ach so, hier gibt es einen Spider-Ball-Track. Weil die Dinger sehen genauso aus wie etwas, was man beboosten kann. So, beboosten. Achtung, das müsste ausreichen. So, fertig. Und hiermit gehe ich also dahin zurück. Offenbar nicht. Offenbar sollte mich das nur in die Irre führen. Ich kann damit überall hinboosten, von daher. Na, komm wieder runter. Meine Energie schwindet langsam, deswegen solltet ihr mich nicht strapazieren. So, wenn ich jetzt sterbe, Dark Samus ist nicht abgespeichert. Möchte ich nur sagen. Achso, da ist doch eine Spider-Ball-Track. So, habe ich eben gar nicht gesehen. Nur was bringt mir das jetzt hier zu sein? Hm. Was mache ich hier? Huch. Hat mich da irgendwas weggeschleudert? Was zur... Aha. Was ist das? Ist das einer dieser komischen Schlüssel? Morphologie, schwebendes Ing-Behältnis. Schwebende Boteneinheit der Ing-Horde. Kreatur nimmt wichtige Objekte des Nestes in sich auf. Nur durch ihre Eliminierung lässt sich das eingeschlossene Objekt bergen. Aber... Wofür zu... Es ist ein Schlüssel. Für diese finale Festung. Schlüssel zum Himmelstempel erhalten. Dies ist einer von 9 Schlüsseln, die benötigt werden, um den Himmelstempel zu öffnen. Dann hat Umos wahrscheinlich einen, weil es ursprünglich 10 gewesen. Dann haben wir das schon abgehakt, würde ich sagen. Okay. Ich weiß, wo noch einer ist. In Torvus. So. So. Gut genug. Gut genug. Hauptsache, ich bin drüben. Ich habe nur noch 159 Energie, 156. Es wird immer weniger. So. Dann wieder in die Lichtwelt und langsam abspeichern. Dann haben wir ja doch was Beträchtliches geschafft. Das sind wie die Artefakte in Metroid Prime 1. Und davon eins gut zu haben, ist definitiv wichtig. Das sorgt dafür, dass wir dem Endgame von Metroid Prime näher kommen. Dieses Spiel hat auch nicht mehr sehr viel. Wir haben nur noch einen Lichttempel, für dessen Endgegner wir nur noch 2 Schlüssel brauchen, die wir jetzt auch langsam alle kriegen sollten. Ich glaube, die Erweiterungen, die wir haben, müssten soweit fast alle gegeben sein. Und ansonsten haben wir nur noch diesen Himmelstempel, für den wir jetzt einen Schlüssel haben. Wupsa. Wupsa. Also hier lang zu kommen, ist definitiv eine Qual. Na egal, ich nutze den Missile Expansion Raum, um rauszukommen. Wups. Und so, sollte auch am nächsten an einer Speicherstation sein, wenn ich mich nicht irre. Wir gucken. Wir haben dort einen Porter, wo wir nicht weiterkommen. Porter Westfalica. Und dort haben wir die Speicherstation. Wo wir... Wir sind da schon mal drin gewesen. Hm. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Das ist das Problem. Gab es hier beim Tempel nicht noch eine? Ich muss mal gucken, wie ich zu der komme. Da beende ich dann nämlich den Part. Nur halt, dass wir Dark Samus abgespeichert haben. Oh, wenn ich jetzt gegen irgendwas Heftiges kämpfen muss. Allmählich wird's knapp. Ich hab dich. Und du lässt mir natürlich nichts fallen. Bist so gnädig wie immer. Ja. Ach nee, da unten sind ja diese Viecher. Da unten war ich ja schon. Ich wollte schon sagen, kann man da runter? Aber da fiel mir ein, so bin ich doch erst so durchgekommen. Bevor ich den Spider-Ball hatte. War doch erst heute. Ah, das hilft mir. Danke. So. Dann gucken wir mal, wie komme ich in diesen Raum dort hinten. Durch die Mitte, was? Ab durch die Mitte. Machen wir hier durch. So. Schon besser. Und ich kann gar nicht durch die Mitte. Wie kam ich in diesen Raum rein? Ich erinnere mich absolut nicht mehr, wie ich da reinkam. Hier lang. Oh, ist hier einfach. Nun gut. Egal. Dark Samus ist auch tot. Metroid Prime, also hoffentlich. Demnach können wir uns also sicher sein, dass wir dann nur noch den Ing-Anführer haben. Hier kann ich sonst nichts weiter scannen. Diese blaue Masse dort auch nicht. Und weiter deaktivieren kann ich auch nichts. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen bei auch diesem Part von Let's Play Metroid Prime 2 Echoes und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also morgen, wenn wir uns dann langsam den Erlangen der 2 Schlüssel des Tempels, des Nestes, widmen und dann auch den Boss, den hiesigen Quadraxis, dessen Einzelteile wir schon gesehen haben, herausfordern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.